Willkommen zum Frequent Traveler TV. Heute Abend geht es um die Lufthansa Miles & More Meilen Schnäppchen. Ihr wisst ja, wie immer, am ersten Arbeitstag im neuen Monat veröffentlichten Lufthansa die Austrian, die LOT übrigens, die ja bei Miles & More mitmachen, die Swiss zur Lufthansa-Gruppe gehören, ihre Meilenschnäppchen. Croatian haben ab und zu mal welche, um einige zu nennen. Wo findet ihr die Meilenschnäppchen? Ihr findet die Meilenschnäppchen auf meilenschnäppchen.de, also ganz einfach. Es gibt nur die veröffentlichten Strecken, das ist ganz wichtig. Die Meilenschnäppchen können nur online gebucht werden. Steuern und Gebühren bleiben unverändert. Das heißt also, Meilenschnäppchen, da bekommt man 50% Rabatt. Ich werde das gleich auch nochmal an den Beispielen zeigen. In den Meilen werden aber nicht in den zusätzlichen Gebühren und so weiter, die man bezahlen muss. Dann, es werden nur gezahlte Steuern und Gebühren auch erstattet. Das heißt also, die Meilen werden, wenn man diese Tickets gekauft hat, nicht erstattet, wenn man den Flug nicht nehmen kann. Die Meilenschnäppchen sind nicht umbuchbar, aber jetzt in Corona gibt es eine Ausnahme. Da hat die Lufthansa-Gruppe gesagt, wir erlauben Umbuchungen. Also insofern ist das etwas Positives. Und dann ganz wichtig, es ist kein Stopover erlaubt. Also Stopover ist alles, was länger als 24 Stunden ist. Das heißt also, es muss immer weniger als 24 Stunden sein. Und Open Jars, das heißt also, dass ich zum Beispiel, wenn ich nach Nordamerika fliegen würde, Frankfurt, New York, New York, Frankfurt fliegen muss. Es wäre nicht erlaubt, dass ich mit dem Meilenschnäppchen, auch wenn New York oder Los Angeles dabei wären, was sie diesmal leider nicht sind, dass ich von Frankfurt nach New York fliege, inneramerikanisch irgendwas anderes mache und dann von Los Angeles zurückkäme. Also das geht nicht. Und dann ganz wichtig, bei europäischen Flügen, bei der Lufthansa zum Beispiel, da ist ein innerdeutscher Anschlussflug. Wenn ich also Frankfurt, London fliege, kann ich auch ab Düsseldorf, Hamburg oder so weiter abfliegen. Bei den Flügen, die interkontinental sind, ist auch ein innereuropäischer Flug und natürlich der innerdeutsche Anschlussflug mit dabei. Aber auch hier wieder, es muss am selben Tag erfolgen. Und wie ich ja schon gesagt habe, also es sind nur Returnflüge erlaubt, also es geht nicht, da One-Ways zu machen. Ganz wichtig, warum macht es Sinn, diese Tickets zu buchen? Weil es Rabatt gibt. Und dann gucken wir uns an, für welchen Zeitraum man buchen kann. Also, und zwar sind Buchungszeiträume unterschiedlich. Einmal für die Kurzstrecke und für die Langstrecke. Die Buchungszeiträume sind gleich. Das ist ja kompletter Dezember. Reisezeitraum. Komplett verwirrt. Also auf jeden Fall Reisezeitraum vom 15. Januar bis zum 28. Februar bei der Kurzstrecke. Bei der Langstrecke ist der Reisezeitraum 15. März bis zum 30. April. Also ganz wichtig, es muss im Dezember gebucht werden, aber je nach Kurzstrecke oder nach Langstrecke ist der Zeitraum halt unterschieden. Dann gehen wir direkt mal weiter, gucken uns das nochmal an, was hier angeboten wird von der Lufthansa. Ich habe jetzt mal die Business Class rausgesucht, obwohl es auch bei der Economy einige Sachen gibt, die man sich angucken kann. Aber Economy lohnt sich im Regelfalle nicht, außer wenn die Tickets wirklich sehr teuer sind. Und das sind sie momentan ja auch nicht wirklich. So, also, dann schauen wir mal an in der Business Class. Santa Cruz de la Palma 4.000 anstatt 70.000 in der Business Class. Porto 25.000 anstatt 60.000. Lustigerweise kann man auch nach Saarbrücken fliegen für 40.000. Aber das lohnt sich auch nicht. Oder Hamburg. Also alles von Deutschland aus gesehen, das macht keinen Sinn. Also ihr seht schon, da sind keine Langstrecken dabei, die da irgendwie in irgendeiner Art und Weise Sinn machen. Logischerweise jetzt auch bei Covid gibt es nicht so viele Langstrecken, dass die Lufthansa da was raushauen würde. Dann gibt es natürlich noch andere Partner und dann gucken wir natürlich ganz klar bei der Lufthansa-Gruppe erstmal nach. Dann gehen wir einfach weiter und schauen uns an, was aus der Schweiz möglich ist. Und da sehen wir auch, da ist auch nichts mit Langstrecke unterwegs. Da ist alles Hannover oder aber auch Rom oder solche Sachen. Also alles innereuropäisch. Aber es macht hier auch wirklich keinen Sinn. Deshalb, also ihr seht einfach im Moment, die Angebote sind nicht so prickelnd. Deshalb fällt es mir auch sehr, sehr schwer, euch da irgendwas zu empfehlen. Aber Schluss kommt eine, die ist richtig top. Ich werde euch dann auch erklären, warum. Hier seht ihr jetzt bei der Austrian, da gibt es das erste Mal Langstrecken und das ist auch super mit der Business Class von
Wien aus nach Bangkok. Bei der Austrian gibt es übrigens eine Besonderheit, da gibt es nicht diesen europäischen Anschlussflug. Das heißt also, es muss innerösterreich sein. Der Flug geht dann entweder ab Salzburg, gibt es aber nur noch einen Zug, weil fliegt ja kein Flugzeug mehr zwischen, aber auch von anderen österreichischen Flugplätzen geht es, aber es geht halt nicht von Deutschland nach Wien auf einem Ticket. Da müsst ihr entweder anreisen, ist wichtig, dass man das weiß. Also interessant ist in meinen Augen hier wirklich New York mit 55.000 Meilen anstatt 112.000 oder 70.000 nach Bangkok. Aber mein Knüller kommt immer noch, ja, weil nicht nur die Lufthansa-Gruppe, sondern auch die LOT. Richtig gezeigt, richtig. Ich muss mal auf den Monitor gucken, ob ich die richtige Richtung habe. Da sieht man Tokio Narita und das Ganze für 70.000 Punkte anstatt für 142.000 Punkte. Und das finde ich schon, ist ein Knaller. Tokio ist geil. Warum? Ganz einfach deshalb, weil wir wissen ja alle nicht, wie es reisen wird und ob es erlaubt ist oder nicht. Aber wenn man dieses Ticket hat, dann kann man das ja umbuchen. Heißt also, die Lufthansa ermöglicht einen damit, dann doch durchaus günstig mit dem Ticket durch die Welt zu reisen. Man kann ein bisschen pokern, gucken, inwieweit da die Situation weltweit sich verbessert. Reisezeitraum habt ihr ja noch im Hinterkopf gehabt. Das heißt also, der Reisezeitraum hierfür, ich muss gerade schnell nochmal nachgucken, war ganz einfach für das Ticket buchen jetzt, aber Reisezeitraum, jetzt hat er sich weggedrückt, das ist natürlich wieder sensationell. Also Reisezeitraum ist hier dann in der Tat 15. März bis zum 30. April. Und dann kann man vielleicht schauen, inwieweit man das so ein bisschen verschieben kann. Es sind übrigens ja auch Olympische Spiele in Tokio. Deshalb, also das kann spannend werden, ob das eine Möglichkeit ist. Also wie gesagt, wer nach Japan möchte, kann ich nur empfehlen. Die LOT Business Class, was gibt es dazu zu sagen? Ja, der Engländer würde sagen, nothing to write home about. Also es ist jetzt nichts, was fancy ist oder schmancy, also insofern, ich persönlich bin mit der öfters geflogen, bin in Singapur gewesen mit der LOT, dann bin ich mit der LOT nach, wo bin ich noch hingeflogen, Seoul war es, also der Sitz ist okay und ich kann auch sehr gut drauf schlafen, aber es ist jetzt nichts, was in irgendeiner Art und Weise sensationell ist. Wie gesagt, ihr müsst wissen, was ihr daraus macht, ich persönlich würde diesen Trip vorschlagen, wenn man nach Japan will. Schreibt doch einfach unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, was ihr von den Meilenschnäppchen haltet und ob da irgendein Meilenschnäppchen dabei ist, wo ihr sagt, hey, das ist super, das mache ich. Oder sagt ihr, hey, die Tickets sind im Moment so spottbillig, das würde ich dann einfach ganz normal ja, bezahlen und gucken mit irgendeinem von den Deals. Beide Möglichkeiten gibt es, schaut es euch an. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich reagiere dann wieder drauf. Bis dann. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.